was man im Frauenfußball immer gefragt wird oder gesagt bekommt, ist, hey, du siehst gar nicht aus, als würdest du shooten. Ich frage mich immer, wie sieht man denn aus, wenn man dort shooten? Ich bin Lia Welti, bin 26, ich shoote seit 19 Jahren und spiele für die Schweizer Nazi. Mein grösster Erfolg fußballtechnisch ist gar noch nicht so lange her. Ich würde sagen, das war der Meistertitel mit Arsenal, den wir diesen Sommer erreicht haben. Ich kann vom Fußball leben. Ich schätze das auch sehr, weil ich weiss, dass es vor gar noch nicht so langer Zeit noch gar nicht möglich war. Und die Leute oder die Frauen, die geschaut haben, vor uns sehr viel dafür gemacht haben, dass es jetzt in gewissen Ländern möglich ist. In England kann ich eigentlich sagen, dass die meisten Spielerinnen, glaube ich, in fast jedem Team eigentlich davon leben können. Ja, gleichberechtigte Löhne im Fußball ist unmöglich, aber wollte ich überhaupt gar nicht. Für das müssen wir auch nicht kämpfen. Ich glaube, die Summen, die man im Männerfußball kennt, die sind immens, meiner Meinung nach auch viel, viel zu hoch. Also, ich glaube, da sind die meisten Leute sich einig. Aber ich bin der Meinung, dass es mindestens so muss sein, dass eine Frau, die Vollzeit shooten, eine Frau, die professionell shooten, auch professionell verdienen und dementsprechend ausgezahlt werden. Und ich finde, für das sollte man schon kämpfen und für das sollte man, also das sollte auch realistisch sein, das sollte das Ziel sein für die nächsten Jahre, das man verwirklichen sollte. Zuerst mal kann ich sagen, wirklich, ich bin absolut glücklich darüber, dass ich den Schritt letztes Jahr gemacht habe, vor der Bundesliga in die englische Liga zu gehen und auch zu dem Verein, den ich gewählt habe, also zu Arsenal. Es war der absolut richtige Schritt, sowohl sportlich wie auch alles neben, also auch von den Bedingungen her, einfach wir profitieren von der Männeranlage. Das heisst, wir sind auf dem gleichen Gelände wie die Herren. Von außen gesehen ist in der Schweiz sicher noch viel zu wenig passiert bisher. Und da kann man auch nicht erwarten, dass die Ligen besser werden in dem Sinn, weil sehr viele Frauen einfach aufhören zu shooten, weil sie nicht davon leben können. Ich bin zum Fußball gekommen, über den FC Langnau, hier, wo wir gerade sind. Über auch meinen Vater. Der hat dann zumal das erste Juniorinnen Team übernommen, war der Trainer und dadurch sind eigentlich sowohl meine Schwester und ich immer mal wieder mit ins Training. Ich habe einfach den Vergleich nicht mehr so gerne zwischen Frauen- und Männerfußball. Letztens geht mit vielen Leuten darüber geredet, man sagt eigentlich nicht Männerfußball, man sagt eigentlich Fußball, geht davon aus, das sind Männer. Und man sagt eigentlich Frauenfußball, weil Fußball allein ist ja nicht für Frauen. Und so Sachen, das sind, glaube ich, so ein bisschen gesellschaftliche Fragen oder Probleme, die wir haben. Ich glaube, gerade in der Schweiz fehlt wirklich die Anerkennung und die Unterstützung. Und ich bin auch der Meinung, dass wirklich alle Leute, die ein Motivation haben, etwas dafür zu tun, das auch machen sollten. Weil ich glaube, es gibt einfach zu wenige, die sich dafür einsetzen. Und das ist auch so ein bisschen meine Einstellung, dass wenn ich irgendwann wenn mal auch nicht mehr shoote, dass ich wirklich jemand von diesen Leuten sein muss, der dranbleibt. Weil sonst habe ich so ein bisschen das Gefühl, wer macht es sonst, wenn nicht mehr.